Hallo und herzlich willkommen bei Kaiser TV. Das Kultusministerium des Landes Niedersachsen hat einen Brief veröffentlicht an die Schulleitungen und an die Lehrkräfte des Landes. Und in diesem Brief hat es dazu aufgerufen, dass sich Schulen an den Impfkampagnen beteiligen mögen, um auch die Schülerschaft jetzt zu impfen. Also da kommen dann die Impfbusse eben vor die Schulen gefahren und die Lehrer sollen dann eben auch das ihre tun, um die Schüler dahin zu bewegen. Den Brief habe ich euch verlinkt hier in der Videobeschreibung und ich habe einen Brief zugesandt bekommen von einem Gymnasiallehrer aus Niedersachsen, der sich an mich gewandt hat und gesagt hat, ich habe daraufhin einen offenen Brief an meine Schulleitung geschrieben und auch an das gesamte Kollegium bzw. ja, das Kollegium mit über 100 Personen. Dieser Lehrer, der jetzt hier anonym bleiben soll, dessen Name mir aber bekannt ist, ist sich durchaus bewusst, was er da tut, welchen Schritt er geht und dass er dafür Konsequenzen zu tragen hat. Er bezeichnet sich selber als vogelfrei jetzt und das ist eben für seine Karriere nicht das Beste bedeutet, diesen Brief abzusenden. Ihr wisst, dass dieses Thema für mich ein ganz besonders emotional besetztes ist und dass ich glaube, dass das wirklich die Bewährungsprobe ist, wie wir mit den jungen Menschen in unserer Gesellschaft umgehen, wie wir die roten Linien ziehen und auch verteidigen, wenn es darum geht, unsere Kinder zu schützen und dass gerade in dem Vertrauensverhältnis von Lehrer zu Schutzbefohlenem so viel Wertvolles steckt, was kaputt geht gerade, was kaputt gemacht wird. Und das ist hier wirklich die höchste Eisenbahn und der höchste Druck besteht, auch dort Stellung zu beziehen. Und deswegen veröffentliche ich auch gerne solche Texte oder auch Dokumente des Widerstandes und der Kritik, soweit sie eben bekannt werden, öffentlich werden oder an mich gesendet werden. Also der Lehrer hier, der das schreibt, ist der Überzeugung, dass die Lehrkräfte eben in dieser Angelegenheit nicht mitmachen dürfen. Sehr geehrter Herr X, also schreibt er an seinen Schulleiter, die Impfdebatte hat in den letzten Wochen und Monaten eine Vielzahl an Facetten offenbart. Wie man diese wahrnimmt, ist jedem Einzelnen selbst überlassen. Fest steht, dass in der Bundesrepublik seit einigen Monaten forciert wird, Minderjährige zu impfen, nachdem auch die STIKO eingeknickt ist und ihre berechtigten Zweifel nicht aufrecht erhielt. Eine mögliche Impfentscheidung wird nun seitens des MK mit schönen Worten als freie Entscheidung tituliert. Schulen sollen als Multiplikatoren genutzt werden, medizinische Eingriffe vorzunehmen. Das ist nicht nur fragwürdig, sondern erfordert entschiedenes Gegensteuern. Wir sind als Lehrer mit dem Wohl unserer Schüler betraut. Dieses darf nicht missbraucht werden. Die Argumentation in den Briefen des MK, die sich an alle an Schule Beteiligten richten, ist einseitig die Argumentation. Eine aufgeklärte Berichterstattung, die notwendig ist, wenn es um Minderjährige geht, fehlt. Dieser Zustand scheint heutzutage weder die Bundesregierung noch die Landesregierungen zu kümmern. Ein Credo, dass dieser Impfstoff unbedenklich sei, gibt es nicht. Gerade wurde publik, dass der Minister Spahn die Zahlen der Impfdurchbrüche auf der Bundespressekonferenz nicht korrekt wiedergegeben hat. Die parlamentarische Kontrolle fehlt. Europäische Länder schränken die Nutzung mancher Impfstoffe ein. Jüngst Island mit dem Impfstoff Moderna. Durch Schulen als Multiplikatoren wird Druck aufgebaut, sich impfen zu lassen. Auf die Fragen, warum sich junge Menschen haben impfen lassen, erwidern viele, sie wollen ihre Freiheit zurück. Das darf kein Argument sein, sich einen experimentellen und notzugelassenen Impfstoff injizieren zu lassen. Die Korrektur der Zahlen der zweimal Geimpften, auch hier wurden lange Zeit falsche Zahlen publiziert, beträgt hierzulande nun etwa 80%. Dänemark ließ bei geringerer Quote alle Einschränkungen fallen, ohne negative Folgen. Zu dem Notzugelassenen würde ich hinzufügen oder vielleicht berichtigend eingreifen, bedingt zugelassen. Und diese bedingte Zulassung soll jetzt auch bald auslaufen. Der deutschen Bevölkerung wurde versprochen, dass im Falle einer Herdenimmunität alle Regeln fallen werden. Es wurde auch versprochen, meine Hinzufügung, dass wenn allen ein Impfangebot gemacht wurde, was der Fall ist, diese Regeln fallen werden. Das ist nicht erfolgt. Das Versprechen, alle Regeln fallen zu lassen, er schreibt es hier selber, ich hätte es auch noch mal vorher durchlesen können, wurde nicht eingelöst. Ja, wenn alle ein Impfangebot... Okay.
Der deutschen Bevölkerung wurde versprochen, dass im Falle einer Herdenimmunität alle Regeln fallen gelassen werden. Nicht erfolgt. Der deutschen Bevölkerung wurde versprochen, alle Regeln fallen zu lassen, wenn alle ein Impfangebot erhalten haben. Das Versprechen wurde auch nicht eingelöst. Nun sollen auch noch die Kinder ran, obwohl sogar der Chef der Kassenärztlichen Vereinigung wiederholt fordert, die Maßnahmen zu beenden. Erstaunlich auch die wenig beachtete Veränderung der Aussage zu den Impfstoffen auf Seiten des Paul-Ehrlich-Instituts. Bis Mitte August, 15.8., hieß es dort, Covid-19-Impfstoffe schützen vor Infektionen mit dem SARS-CoV-2-Virus. Anfang September, 7.9., lautete die Einschätzung, Covid-19-Impfstoffe schützen vor einem schweren Verlauf einer Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus. Schwerer Verlauf. Und Ende September, 23.09., heißt es schließlich, Covid-19-Impfstoffe sind indiziert zur aktiven Immunisierung, zur Vorbeugung der durch das SARS-CoV-2-Virus verursachten Covid-19-Erkrankung. Quelle ist in der Videobeschreibung verlinkt. Wenn sich junge Menschen impfen lassen, fährt der Briefschreiber fort, muss dies eine Entscheidung der Eltern sein. Lehrer und die Schule dürfen hierauf keinerlei Einfluss nehmen und die Organisation mit Ziel einer Durchimpfung unterstützen. Und ich möchte das auch nochmal unterstützen vor dem Hintergrund der Freiwilligkeit einer solchen Entscheidung, die doch wirklich in Frage zu ziehen ist bei diesem ganzen Szenario von Angst, Hysterie, Panikmache, Drucksituation, Gruppendynamik, Gruppenzwang. Da kann man wirklich nicht mehr von Freiwilligkeit, von einer freien Entscheidung sprechen. Der Brief fährt fort. Ich fordere Sie, an den Schulleiter gerichtet, und die gesamte Schulleitung dazu auf, in dieser Sache Klarstellung zu beziehen, indem wir uns als Lehrerschaft dagegen wehren, die Impfkampagne proaktiv zu unterstützen oder Angebote auf dem Schulgelände oder vermittelt durch die Schule zu befördern oder zuzulassen. Ich werde mich mit aller Kraft dafür einsetzen, unsere Neutralität in diesen medizinischen, privaten Fragen zu wahren und mich nicht dafür missbrauchen lassen, Kinder zum Impfen zu begleiten. Wie es heißt. Die Verantwortung für unabsehbare Folgen für junge Menschen kann keiner von uns guten Gewissens tragen. Und das ist wirklich meine Frage an die Lehrer und Lehrerinnen dieses Landes. Tragt ihr die Verantwortung für die Konsequenzen? Ihr als nicht ausgebildetes, also nicht medizinisch ausgebildetes Personal? Und es ist auch nochmal wichtig, wenn es eine freie Entscheidung sein soll, die jedem selber obliegt, dann kann das ja jeder für sich auch entscheiden, diese Angebote im privaten Bereich anzunehmen. Aber es ist nicht Aufgabe der Schule, hier zu drängen, Druck zu machen oder eben gar mit Erpressung oder Bestechung zu arbeiten. Es ist mir persönlich ein Anliegen, schreibt der Briefschreiber, dass die gesamte Schulgemeinschaft diese Argumentation eines Lehrers zur Kenntnis nimmt. Denn die gegenteilige Meinung aus dem MK erhalten nun auch alle Schulen in Niedersachsen zur Kenntnis. Eltern wie Schüler einseitig und im guten Glauben, die Schulen springen auf den Zug auf und machen schon das Richtige. Um eine sachliche Debatte zu ermöglichen, erhält dennoch nur das Kollegium meine Stellungnahme. Mit besten Grüßen. Nomen nominandum, also der Name ist mir, wie gesagt, bekannt. Mich würde interessieren, wie ihr dazu steht, vor allem, wenn ihr im erzieherischen Bereich tätig seid und wenn ihr vielleicht eigene Erfahrungen auch schon mit der Situation gemacht habt oder natürlich auch, wenn ihr Eltern seid oder selber Kinder, Jugendliche, die in dieser Situation jetzt gerade auch die Leidtragenden sind, wie ihr das Ganze einschätzt. Das war's für heute bei Kaiser TV. Bis zum nächsten Mal. Viele Grüße aus Italien. Ich hoffe, wir können bald eine bessere Welt aufbauen. Nein, ich bin überzeugt, dass wir es können, dass uns die Freiheit gegeben ist, dass es sogar eigentlich unsere moralische Pflicht ist, das im Kleinen zu tun. Wo auch immer, jeder an seinem Ort, jeder nach seiner Verantwortungsmöglichkeit und jeder nach seiner Kraft. Und dafür wünsche ich euch ganz, ganz viel Glück und Erfolg und auch das die Möglichkeit der Vernetzung, denn keiner von uns muss das alleine tun. Wir alle stecken da gemeinsam drin und wir können es tun. Wer, wenn nicht wir?